So, Freunde, dann wollen wir mal Aquatica auch noch rannehmen hier. Machen wir sie fertig. Aber so richtig. Drei, zwei, eins, los! Naja, mach mal. Hab uns mit Absicht die Räder durchdrehen lassen. Wäre ja sonst langweilig. Ja, fahr doch! Nix kann er, nix kann er. Schon schön Vorsprung geholt, ja. Auch gut. Wenn mein Film mal wieder haben, ich bin richtig gut drauf, ey. Das kostet Geld. Weiß, glaube ich, warum ich das damals in meiner Jugend nie wirklich richtig durchgespielt habe. Ist halt echt bockschwer. Wie mir scheint.
Aber ein Cheater war ich ja früher eigentlich schon nicht. Bei TestRap Unlimited auch immer gehasst, wenn die da irgendwas mit dem Trainerprogramm gedrückt haben und dann gingen die immer ab wie Sau. Gleich einfach so buffvolle Beschleunigung. Also Höchstgeschwindigkeiten. Hat mir dann immer den Spaß genommen. Zum Glück habe ich die nicht so oft getroffen, diese Cheater, damals im Online-Freifahrt. Also macht das durch die Gegend cruisen dann da einfach keinen Spaß, ne? Letzte Runde. Fast eine Minute Vorsprung. Läuft. Naja. Drei Viertel, ne? Muss jetzt nicht übertreiben. Aber mal gucken, ob ich das noch kriege. Jetzt Durchhaltevermögen angesagt. Macht schon Spaß. Kann man echt nicht meckern. Wie ihr so Nato schon schrieb, ist ein schönes Spiel. Hat halt seine Macken und Kanten. Es ist halt Electronic Arts, aber es ist echt ein gutes Spiel. So insgesamt, ne? Auch heute noch. Ich finde, das kann sich echt auch noch sehen lassen. So hässlich ist die Grafik gar nicht, dafür, dass er schon so steinalt ist. Ich meine, das war ja noch die Zeit, wo man noch mit 3DFX-Karten rumgemacht hat, ne? Ja, GeForce 2 MX oder sowas. Das ist ja, glaube ich, sogar noch ein 90er, ne? Ende der 90er. Ah, shit.
Ja, früher hat man das irgendwie mal in Direkt 3D gespielt, weil die Glide-Rapper da, wo man noch nicht so fit mit war. Oder aus dem Expansion Pack der, ich glaube, Zechen 6 oder so hat er sich genannt, und N-Glide ist, glaube ich, mit drin. Hat man mal ausprobiert, aber wirklich so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, ist das irgendwie nicht, dass ich jetzt wüsste. Aber dank DG Voodoo, heute ist das ein schönes Ding hier mit dem modernen Patch. Und irgendwas Hype Holy Car gab es auch noch einen Patch, der ist eigentlich mit drin im Expansion Pack, aber den sieht man wohl besser selber nochmal so drüber. Na, wer denn sonst? Oh, jetzt gibt's erstmal Kohle. Glückwunsch, Sie haben das Knockout gewonnen. Sie haben die Goldmedaille geholt. Weiter zum nächsten Kurs. Ja, ich brauche aber Kohle, also fahre ich das nochmal. Bis dann, haut rein.